Trinken, Rauchen und Kiffen, das bleibt bei Jugendlichen nach wie vor ein grosses Thema. Alle 4 Jahre macht Suchtinfo Schweiz eine Studie zum Suchtverhalten von 11- bis 15-Jährigen. Besonders beunruhigend der Alkoholkonsum. Die Studie zeigt nämlich, dass ein Viertel der jungen Schweizer einmal in der Woche Alkohol konsumiert. Wir sind heute zu Schaffhausen nachfragen, wie dort die Situation aussieht. Noel Guidon berichtet. Alkohol trinken im Ausgang, das ist bei den Jugendlichen auch in Schaffhausen beliebt und gehört nach wie vor für viele am Wochenende einfach dazu. Ich bin nicht ganz so oft im Ausgang, aber dann, wenn ich es sehe, dann fällt mir da eigentlich schon auf, dass die meisten, die unterwegs sind, extrem jung sind und dann auch teilweise extrem betrunken. Also man sieht meistens wirklich ganz kleine, wirklich da ist vielleicht 12, 13 am Bahnhof, am Kiffen, am Rauchen, am Saufen. Es ist wirklich schlimm. Laut der Studie trinken rund ein Viertel von allen jungen Schweizer einmal in der Woche Alkohol. Nicht überrascht über das Resultat dieser Studie ist der Schaffhauser Jugendarbeiter Rolf Scherzenleib. Auch die Schaffhausen hat sich die Situation in den letzten Jahren zwar nicht verschlechtert, aber eben auch nicht verbessert. Die Studie hat ja speziell bei den 15-Jährigen auch gerade gezeigt, dass es eigentlich nicht viel verbessert hat, respektive. Aber wir können optimistisch sein und sagen, es ist ja gar nicht schlimmer geworden. Aber der Stand ist ja auch nicht so wahnsinnig gut, wenn sich rund ein Viertel der 15-Jährigen regelmässig betrinkt. Das ist ja auch nicht gerade ein wunderbarer Stand. Laut der Studie sind vor allem die jungen Männer die, die eben gerne einmal in der Woche zur Flasche greifen. Laut dem Rolf Scherzenleib ist da vor allem das Thema Rauschtrinken eine beunruhigende Entwicklung. Der Unterschied ist ja auch noch vielleicht gegenüber vor 10 oder 15 Jahren, dass es noch weit zugenommen hat, in einem kurzen Zeitpunkt viel zu trinken und vielleicht nachher sogar eine Woche, 14 Tage gar nichts mehr und dann vielleicht in 2-3 Tagen wieder zweimal viel. Jetzt ist es so, ja, es ist noch so eine spezielle Konsumhaltung dazugekommen, fast wie mit einem Leistungsgedanken. Wenn schon, der geht verrückt. Während früher noch Bier oder eine Flasche Wein in der Jugendgruppe getrunken worden sind, sind es heute vor allem die hochprozentigen alkoholischen Getränke, die die Runde machen. Besonders verheerend die günstigen Preise. Heute kostet das Zeug noch 10, 12 Franken, so ein Wodka-Verschnitt. In der Regel haben sie mehr Geld. Es ist verfügbarer geworden und das merkt man beim Alkohol einfach. Es spielt keine Rolle, wenn sich 4 treffen, bringt jeder ein Sixpack oder? Und noch eine Flasche Wodka. Vermögen tun sie es problemlos, bringen uns so, und dann ist so eine grosse Menge da. Und dann wird sie halt in der Regel auch konsumiert. Der Rolf Scherzenleib setzt sich als Jugendarbeiter dafür ein, dass man mit den Jugendlichen ins Gespräch kommt und so die Problematik vom Rauschtrinken, aber auch dem Rauchen und Kiffen aufzeigt. Auch der Patrick Dörflinger von der Suchtberatungsstelle ist über das Resultat der Studie nicht überrascht. Vor allem Alkohol ist auch in Schaffhausen ein ständiges Thema. Ich sage, Tabak und Alkohol haben die gleiche Problemgröße, allerdings hat natürlich Alkohol die sehr viel negativere Auswirkungen. Je früher Jugendliche Rauscherfahrungen haben, desto grösser ist das Risiko, nämlich, dass Jugendliche später ein Alkoholproblem entwickeln. Im Moment läuft an der Schaffhauser Schule übrigens eine Präventionskampagne, die Schüler vor den Gefahren von Alkohol und Drogen aufklären soll.